So, jetzt kommt mal wieder ein Video von mir. Ich war jetzt knapp über einen Monat nicht mehr hier. Das heißt, ich bin heute umgezogen hierher. Und ja, jetzt wollte ich mal eine Bestandsaufnahme machen, weil mir gesagt wurde, dass wohl einige Sämlinge nicht überlebt haben. Jetzt hoffe ich, dass es nicht die besten waren. Der Hibiskus ist wieder nach oben geschossen. Ich sehe auch wieder weiße Fliegen dran an der Spitze. Die Papaya drehe ich mal. Man sieht, die ist extrem zur Sonne hingewachsen. So, die sieht gut aus. Ah, hier sind schon die ersten Cashew. Ich stelle die mal hier unten hin. Die kommen dann gleich weg. Zweite Cashew. Ist auch tot. Das ist das. Eine Pereskie. Ja, ich habe gehört, dass die eher schwierig sind. Deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig drüber oder überrascht. Sonst sieht die Ecke noch ganz okay aus. Ist auch alles okay. Na gut, hier war jetzt eine Borneo-Sternfrucht drin. Schade, dass die nichts geworden ist, aber ich. Oh nein, die zweite ist auch tot. Das war die hier. Ist immer bitter, wenn gerade die Lieblinge wegfallen. So, Taro ist auch nichts geworden. Oh je, hier sieht's übel aus. Noch eine Pereskie tot. Das sieht nach. Ja, das ist der dritte. Also Cashew. Nummer 3. Ah, hier liegen überall die Blätter rum. Das hat der Herr auch nicht geschafft wegzuräumen. Gut, da oben sehen jetzt alle okay aus. Hier auch. Da drüben sehe ich schon wieder, dass da irgendwas nicht so in Ordnung ist. So, und dann haben wir hier nochmal eine Pereskie, die nichts geworden ist. Hier hinten auch nochmal eine. Also es sieht so aus, als wären die komplett eingegangen. Eine Banane ist leider auch noch nicht ausgetrieben. Okay, Bugnei ist eingegangen. Oh Mann, ey. Okay, Long Kong sieht gut aus, immerhin. Und die panaschierte Guave sieht auch noch gut aus. Also da hatte ich jetzt auch Angst, dass die weg sind. Was ist das hier? Ah, eine Pereskie hat es wohl geschafft bisher. Ja gut, die sind alle sehr trocken. Pomelo. Der muss auch dringend Wasser kriegen. Das ist die Sternfrucht, die gerade nicht so gut aussieht. Hier oben. Ah, was war hier drin? Ja, ist der Nachteil, wenn man nicht überall Schilder drin hat, aber ich denke, dass das eine Guave war, eventuell. So, hier leben alle. Sehen zwar nicht so top aus. Der braucht auch dringend Wasser, wie man sieht. Der hängt ganz schön. Das mache ich dann gleich im Anschluss. Ja, sonst Drachenfrucht treibt aus. Wieder mal sehr dünn alles. Aber der Frühling und Sommer kommt, die kommen ja bald. So, okay, mit dem Hibiskus scheint es gut zu gehen. Zoom gerade nicht ran. Dann schaue ich nochmal rüber und versuche nicht das Chaos zu filmen, das hier herrscht. So, und von den Sämlingen, da habe ich auch schon mal reingeschaut. Das ist auch einiges, was nichts geworden ist. Die sehen. Na gut, der lässt auch die Blätter so ein bisschen komisch hängen. Aber immerhin lebt er noch. So, die sehen gut aus.
Jabuticaba, einmal tot, zweimal tot. Okay, der liegt bloß komisch. Die sind okay. Jabuticaba, dreimal tot. Oh Mann. Ja gut, aber davon habe ich noch genug, also kommt hier immerhin wieder ein bisschen mehr Platz. Die sehen ganz okay aus. In der Ecke scheint auch alles zu passen. Oh Mann, jetzt sieht man, dass da zwei Triebe, oben sind sogar drei, vier, fünf. Ja, die muss ich auch schneiden dann. Das ist krass, was innerhalb von einem Monat passiert. Ja gut, die Wachsblumen hier oben sind okay. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz. Ja, die sind ja nicht so schwierig. Denen geht's auch gut. So. Ja, die Lulos haben wieder viele Läuse dran. Aber immerhin leben sie noch. Da werde ich mich jetzt die Tage auch drum kümmern. Und dann sind ja noch einige Pflanzen im Terrarium. Da oben flitzt mein Gecko, also einer von denen. Das Männchen ist da hinten. So, was haben wir hier? Dieses vergeilte Etwas ist die Bergpapaya. Super, der zweite ist schon tot. Also die kann ich vergessen. Das ist Long Kong alles. Oh, jetzt fehlt da ein Schild. Ja, da wie man sieht, das ist eine Shirimoya noch. Und das eventuell auch, also nicht Shirimoya, aber eine Verwandte. So, bei denen da unten, die sind halt schon richtig lange da drin. Ich glaube, da geht nichts mehr. Da sieht man gar nichts. Auch nichts. Da hinten ist auch noch ein Topf, aber da sieht es auch nicht so aus, als wäre da irgendwas passiert. Also nichts Gutes zumindest. Hier bei den Feigen, man sieht, dass der eine unten schon einen schönen Trieb gebildet hat. Sonst sehen die ziemlich trocken aus. Ja gut, die links gehen noch. Also ich hoffe, dass die was werden. Bei dem anderen Macadamia sehe ich da, sieht auch nicht so aus, als wäre da was gekommen. Ja, das war es erstmal kurz zum Update. Also die Borneo-Sternfrucht, die wollte ich mir dieses Jahr eh nochmal besorgen. Ist natürlich bitter jetzt, dass die beiden anderen ja, weg sind, tot sind, kaputt. Aber... So, hier haben wir die letzte Kiste, die ich mitgenommen habe. Hier sind nochmal ganz viele Kiwi-Stecklinge, Mangos, Chirimoyas, Papayas. Das sind alles Chilis von dem anderen YouTube-Kanal. Und hier kommen auch Papayas. Vielleicht werden die ja immerhin was. Mit der Bergpapaya soll es ja wohl nicht sein. So, jetzt muss ich hier ein bisschen noch aufräumen. Und sonst werden jetzt etwas regelmäßiger Videos kommen. Jetzt bin ich ja dauerhaft bei den Pflanzen. Also, ihr seid up to date, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.